wunderschönen guten Morgen. Ich grüße dich herzlich zu deiner Seelenbotschaft. Mein Name ist Jacqueline. Hier kommt die Sonne raus und es gibt die Wochenbotschaft vom 1. bis 7. Juli 2024. Wir schauen, mit was dürfen wir in dieser Woche rechnen? Worum geht es? Was kommt auf uns zu? Ja, wie immer du weißt, es ist eine Kollektivlegung, also bitte auf dich umlegen und das für dich mitnehmen, was sich richtig und stimmig anfühlt. Für persönliche Hilfe und Unterstützung schau unten vorbei, dort gibt es verschiedene Möglichkeiten und ich bedanke mich auch von ganzem Herzen, ja, für deine Unterstützung, für die Likes, die Abos, die liebevollen Kommentare, schön, dass du hier bist, für die Wertschätzung via PayPal, super thanks und auch vielen, vielen Dank für jeden, der live, ja, am Freitag beim Workshop mit dabei war. Es war wunderschön. Es war eine so wundervolle Gruppenenergie. Es war magisch und es hat mir so, so, so viel Freude gemacht. Also von Herzen vielen, vielen lieben Dank. Ich würde sagen, wir starten direkt. Neuer Monat. Und ich habe mich natürlich schon eingestimmt in Meditation, mich mit euch verbunden, mit der neuen Woche verbunden. Und das Erste, was ich wahrgenommen habe, auch hier, bitte lege alle Informationen hier auf dich persönlich um. Das Erste, was ich wahrgenommen habe, war so das Gefühl, ein neuer Mensch, ein neues Gesicht. Und das auch sogar ziemlich nah. Entweder ziemlich plötzlich, ziemlich unerwartet oder einfach eine Begegnung mit einem neuen Menschen, der dich irgendwie fasziniert, inspiriert, frischen Wind bringt. Und so könnte es sein, dass du durch eine Begegnung mit jemandem, ja, zu dir selbst innerlich etwas erkennst, inspiriert wirst, motiviert wirst sogar, etwas anzugehen oder in einer ganz bestimmten Sache Bestätigung findest. Also solltest du innerlich mit dir haben, die ganze Zeit eine Sache abwägen, könnte es sein, dass du von jetzt auf gleich genau weißt, was zu tun ist, durch eben einen Menschen, dem du begegnest. Eine Elster bestätigt das draußen. Vielleicht auch eine Elster für dich ausschlaggebend in dieser Woche, wenn du ihr begegnest und du das Gefühl hast, das ist ein Zeichen, dann google doch die Krafttierbedeutung, die Krafttierbotschaft. Und dann erhältst du noch mehr Informationen. So, wir schauen. Was ist das Hauptthema in der Woche vom 1. bis 7. Juli 2024? Was ist das Hauptthema, die Hauptenergie in dieser Woche für das Kollektiv? Worum geht's? Ich höre gerade Anstrengungen, aber irgendwie so, als würden die weggehen. Hey, okay. Das Thema in dieser Woche begleitend: Vergebung. Auch hier oben sind die Vögel sichtbar. Anstrengungen. Möglich, das bezogen auf eine Verbindung, die sehr anstrengend für dich war, entweder die Kommunikation, deine Gefühle, der Mensch, wie auch immer, die Situation, dass das rausgeht, weil man sich selbst damit beschäftigt hat, weil man den inneren Widerstand losgelassen hat, weil man vergeben hat. Oder möglicherweise ist es etwas, was du in dieser Woche machst. Sowohl dem Menschen, der damit zu tun hat, an der Situation, oder aber besonders dir selbst. Du erkennst vielleicht durch diesen Menschen, dem du begegnest, möglich, muss nicht, dass du den Fokus auf was anderes gerichtet hast. Und das hat sehr viel Heilung in dir bewegt und löst somit auch Verstrickungen zu negativen Verbindungen. Ja, es ist wie so eine Reinigung, was,
was rausgeht. Für viele bekomme ich eine Art Schwesternthema, also solltest du Geschwister haben, dann besonders solltest du eine Schwester haben, kann es sein, dass da mit Unterstützung der Ahnen sogar irgendetwas wieder verknüpft wird, gereinigt wird, beiseite gelegt wird und man hat wieder so diese kindliche Energie. Solltest du keine Geschwister haben, keine Schwester haben, geht es möglicherweise um die Verbindung zu dir, zu deinem weichen, kindlichen Anteil oder aber zu einer Situation aus einem früheren Leben. Ja. Es geht um Lösung, Loslösung, emotionale Festigkeit. Etwas, was sich emotional festgesetzt hat, wird gelöst. Wir schauen eine Bestätigungskarte bitte, eine ergänzende Karte zu der Energie in dieser Woche. Mut. Ja, Mut zu haben, zu vergeben zum einen oder aber auch Situationen im Jetzt anzusprechen, anzugehen. Gleichzeitig aber auch mutig zu sein, in diese Gefühle reinzugehen, in die Dinge, die vielleicht nicht gut gelaufen sind. Worum geht's noch? Transformation, der Flow und Adventure. Du hast jetzt genügend Mut gesammelt, um eine ganz bestimmte Sache in deinem Leben, eine Situation zu verändern und wieder in einen günstigen Zustand zu bekommen. Es ist möglich, dass du in dieser Woche von jetzt auf gleich sehr motiviert bist, dir Energie zur Verfügung steht, dass du weißt, jetzt ist der Zeitpunkt, etwas zu klären. Jetzt ist der Zeitpunkt, etwas anzugehen. Jetzt ist der Zeitpunkt, auf eine Reise zu gehen. Für viele könnte das hier auch mit einer Reise zu tun haben. Eine Reise nach innen, eine Reise der Transformation oder aber einem Vorhaben. Es geht besonders um den Mut fassen, sich selbst bewusst zu werden. Das bedeutet Selbstbewusstsein ebenfalls, dass du erkennst, was eigentlich in dir vorgeht, dass du deine Gefühle erlaubst, da zu sein, um sie wahrhaftig anzunehmen, zu erkennen und dann das Beste daraus zu machen, also für dich einzustehen. Das gehört auch zum Selbstbewusstsein. Das Sein, anerkennen, was fühle ich, reinzugehen und dann alles dafür tun, dass deine Bedürfnisse erfüllt werden und dass du dich selbst dadurch ins Gleichgewicht bringst. Natürlich auch den Mut dazu haben, etwas an- und auszusprechen, etwas zu verändern in deinem Leben. In deinem Leben darf etwas verändert werden und das spürst du schon. Und vielleicht hast du schon das Gefühl, da kommt bald etwas. Das haben wir auch schon begleitend länger gespürt und hier geht es darum, dass du selbst aber derjenige bist, der steuert, inwieweit das näher kommt oder auch eben nicht. Vergebung spielt hier ein großes Thema. Wir schauen, was zeigt sich in der Woche noch, worum geht es. Wir gehen in die einzelnen Tage rein, Montag bis Sonntag und du weißt, für dich persönlich kann es sein, dass die Tage sich mischen werden. Also regelmäßig vielleicht hier reinschauen, reflektieren. Wir gehen in die Tagesenergie. Ich lege nach der Reihe aus, Montag bis Sonntag. Montag, 7 der Schwerter. Dienstag, 7 der Münzen. Mittwoch, die Wow, 17 haben wir den Stern. Donnerstag, die Mäßigkeit. Freitag, 6 der Münzen. Samstag, 2 der Kelche. Und Sonntag, wow, die Sonne. Ich höre, you get new energy. Du bekommst neue Energie. Unterer Kartenrand haben wir 3 der Kelche.
Ja, es geht hier um die Gefühle, es geht um die Vergebung, es geht etwas zu bereinigen. Und wir haben hier 1, 2, 3 große Arkana. Eine Woche, die sagt, es liegt an dir, wie schnell du wieder in deine Kraft, in deine Lebenslust kommst. Jetzt sitzt die Elster ganz, ganz nah am Fenster. Wunderschön. Eine Bestätigung. Also die Elster, wie ich finde, hier jetzt ist der Bote von deinem Herzen. Also, was möchte dein Herz? Wonach sehnst du dich? Und in welche Richtung kannst du gehen, dass es zu dir kommt, dass du dem entgegengehst, dass du es in dein Leben holst? Ja, denn es ist hier die Botschaft, du bist deines Glückes Schmied und du bist auch dafür verantwortlich, wie viel Energie dir zur Verfügung steht. Der Flow steht für mich ja auch für die Energie, für die Kraft, für die Lust, für die Motivation, für die Inspiration, genauso wie die Sonne. Du hast volle Kraft, volles Potenzial. Der Stern macht dich aufmerksam eigentlich auf deine Wünsche. Was wünsche ich mir? Worum geht's? Es scheint so, als hättest du wie so eine kleine Anleitung, so einen Plan bekommen, dass du auf einmal klar erkennst, wohin du segeln möchtest. Und jetzt geht es darum, wie der Alchemist Dinge zusammenzufügen. Zum einen dich natürlich auch selbst zu bewegen, zum anderen natürlich aber auch dem Universum zu sagen, hey, da möchte ich hin, damit hier beides aufeinander zusteuern kann. Also, wunderschön, das Herz, die Gefühle, sehr ausschlaggebend in dem Ganzen. Nicht nur dieses Manifestation aus dem Kopf, es geht um das Herz. Was möchte das Herz? Was möchtest du fühlen? Und wenn wir da mal so in die Manifestation reingucken, ohne dass wir uns jetzt ein Haus, ein Auto, was weiß ich, manifestieren wollen, was für ein Gefühl möchtest du dir denn manifestieren? Und letztendlich darfst du dir bewusst machen, dass es ja nur darum geht. Es ist immer das Erfahren, das Erleben und wie fühle ich mich in genau diesem Moment, in dieser Situation, mit diesen Menschen, an diesem Ort und so weiter. Auch hier, der Vogel als Überbringer, achte auf die Vögel. Wie gesagt, die Elster könnte für dich sehr ausschlaggebend sein in dieser Woche. Ich höre, sie berührt das Herz. Wer berührt dein Herz? Dieser Mensch, der es schafft, dein Herz zu berühren, egal wie ihr zueinander steht. Dieser Mensch könnte sehr ausschlaggebend sein. Und reflektiere bitte mal, welcher Mensch das ist, in deinem Umfeld, wo auch immer. Und was hat dieser Mensch? Dass er in der Lage ist, dein Herz zu berühren. Das ist möglicherweise diese Eigenschaft, die du selbst mehr leben darfst, um mehr in dein Selbstbewusstsein zu kommen. Oder aber sie ist für dich schon so selbstverständlich, dass du sie hast, dass du dir gar nicht bewusst wirst, dass du sie bereits auslebst oder auch in dir hast. Das heißt, du denkst, es ist gar nicht in dir. Starten wir mit dem Montag oder wie gesagt einen anderen Tag in der Woche, sollte es sich mischen bei dir. Hier geht es um die 7 der Schwerter. Spannend ist auch, wir haben hier die Mondsichel, die genau so hier auf dem Tisch liegt. Rund um den Neumond, ich glaube, der ist am Samstag. Könntest du einen Plan machen, entweder runterschreiben oder innerlich, dass du dir sagst, das und das und das und das ist zu erledigen, das und das und das möchte ich haben, das ist anzugehen. Es geht hier um Planungen, es geht hier um Struktur und das kann sein, dass du dadurch mehr Zeit da rein investierst. Du erkennst möglicherweise sehr klar in dieser Woche, wie viel Zeit du verschwendest, wie viele Menschen dir Zeit nehmen, sei ehrlich, nur weil das zulässt, und dass du vielleicht öfter in die Vergangenheit geguckt hast,
als dir bewusst wird. Und jeder Blick in die Vergangenheit. Und ich sehe das gerade so, wenn du rennst nach vorne, du joggst. Und sobald du dich umdrehst nach hinten, bist du langsamer. So kannst du es dir vorstellen. Das heißt, jeder Blick in die Vergangenheit lässt dich stagnieren. Natürlich bedarf es oft mal ein Stehenbleiben, sich umdrehen und schauen, was da eigentlich ist. Doch der stetige Blick, das heißt, du bist nicht fokussiert, denn du rennst nach vorne, aber der Blick ist in die Vergangenheit. Hier geht es um dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. Eine Klärungskarte für den Montag, worum geht's? Wow, um das Herz, genau, ja. Der Blick in die Vergangenheit und das Herz. Nach was sehnt sich dein Herz, was in der Vergangenheit liegt und warum holst du es nicht ins Jetzt? Irgendwie könnten zwei Menschen für dich ausschlaggebend sein, vielleicht, dass sie sich heute melden werden oder dass du vermehrt an diese Person denkst oder ein Prozess oder ein Treffen schon ansteht mit diesen Personen. Sehr ausschlaggebend. Zwei Personen könnten im Jetzt ebenfalls wichtig sein für die Zukunft. Herzensangelegenheiten werden aus höherer Sicht beleuchtet. Das noch ausschlaggebend. Okay, wir gehen mit der 7 weiter in den Dienstag. 7 der Münzen haben wir hier. Das ist so ein bisschen die Warteposition. Hier sehe ich es aber so wie die Wachstumsposition. Das heißt, du schaust etwas dem Wachsen zu. Nachrichten kommen rein. Es scheint, als würde sich Energie bewegen. Das kann auf der Arbeit sein. Das kann im Zwischenmenschlichen sein. Telefonate, Aussprachen, Treffen werden vereinbart oder finden statt. Gleichzeitig geht es darum, vielleicht etwas, auf was du lange gewartet hast. Möglicherweise, dass es hier um Angelegenheiten geht, die zu klären sind oder Verlustthemen, also finanzielle Themen auch oder im beruflichen. Dinge werden geklärt, man sammelt Informationen und man macht hier auch einen Plan. Wo geht es hin? Worum geht es? Definitiv Neuigkeiten, eher über Telefon, könnte aber natürlich auch jegliche andere Art von Kommunikation sein. Möglicherweise, dass es im ersten Moment bei diesem Thema darum geht, dass du dich am liebsten zurückziehen wollen würdest, aber hier sei offen, sei im Flow, alles fließt hier zu dir. Es ist keine Anstrengung. Irgendwie regelt sich alles von selbst. Der Mittwoch zeigt den Stern und da geht es auch darum, sich mit den Gefühlen auseinanderzusetzen und das Glück, das heißt die Dankbarkeit, was man jetzt schon hat. Du bekommst mehr Klarheit über deine Gefühle, mehr Bewusstsein. Ein Mensch, blaue Augen oder blaue Kleidung, irgendwie ausschlaggebend für dich. Jemand, der ein Ruhepol sein kann. Und möglicherweise an einem anderen Ort ist. Vielleicht auf einer Reise oder aber es gab Komplikationen mit dieser Person. Auch hier haben wir wieder ganz viele Vögel drauf. Also das scheint schon ein großes Thema zu sein. Kommunikation, sei es mit vielen anderen Menschen, sei es Regelungen, sei es hier zum Thema Vergebung, auch Kommunikation mit sich selbst, reinfühlen, journalen, Meditation, wie auch immer man beschäftigt sich. Ich höre einen Plan, der aufgeht und etwas, was vorübergeht. Möglicherweise aber nicht das im ersten Sinne, woran du die ganze Zeit denkst. Es hat aber möglicherweise was damit zu tun. Also ich weiß, es ist sehr kryptisch, aber es geht hier darum, gehe aus diesen, wenn du immer wieder einen Gedanken hast, etwas, was du dir wünschst, träumst, was du haben möchtest,
eine Situation, wie sie entsteht. Hier ist der Rat, gehe mehr ins Gefühl, mache dir bewusst, was du schon hast, lasse auch da los. Schränke das Universum nicht ein, immer wieder mit der gleichen Szene, die passieren soll, sondern löse dich. Auch in dieser Situation, wenn scheinbar alles sehr gut ist, hilft es manchmal in Versöhnung, in Vergebung zu gehen, dass du vielleicht so sehr daran festgehalten hast. Also mache den Weg frei, höre ich. Mache dem Universum den Weg frei. Du blockierst dir etwas selber, das wird dir aber bewusst. Und deswegen gehst du hier mehr, kommen wir nämlich jetzt zu Donnerstagmäßigkeit wieder ins Gleichgewicht und setzt den Fokus. Du verteilst deine Energie mehr, weil du jetzt mehr für dich selber einsetzt. Das große Glück schwimmt bereits vor deinen Füßen. Doch scheinbar bist du auch irgendetwas so, in etwas so verharrt oder so fokussiert, dass du es nicht erkennst. Obwohl es möglicherweise zusammenhängt auf das, was du dich so fokussierst. Ich habe halt echt einen Sprachfehler, es tut mir leid, irgendwie, ich weiß nicht. Ich stolper hier irgendwie mit den Wörtern, verzeiht mir bitte. Okay, Donnerstag haben wir die Mäßigkeit. Und da kommt der große Aha-Moment. Eine Situation, in der du das Gefühl hast, dass die Zeit stillsteht, möglich, dass du komplett alleine bist. Und diese Situation erdet dich. Das Bewusstsein explodiert und du bist absolut mit dir angebunden, mit der feinstofflichen Welt angebunden und kannst möglicherweise das erste Mal ganz genau äußern, was du fühlst. Du bist deinen Gefühlen so nah wie noch nie. Nutze diesen Moment, um daraus zu schöpfen, um dich von ihnen leiten zu lassen, um zu erkennen, dass sie nicht gegen dich sind. Schauen wir, Freitag, 6 der Münzen, ein Ausgleich höre ich. Öffentlichkeit, Garten, Natur, Ausgleich, auch hier wieder Vögel, ausschlaggebend. Wir haben hier Wassermann und Stier zweimal. Diese Sternzeichen könnten ja auch ausschlaggebend für dich sein. Eine Einladung könnte ins Haus flattern. Wenn du dieser folgst, auch hier natürlich schaue intuitiv, ob sich's gut anfühlt. Aber wenn du dieser folgst, könnte da etwas auf dich warten, sei es in Form von Menschen, Gesprächen, Situationen, Erfahrungen, Gefühle, was du zuvor überhaupt nicht erahnen kannst. Hat mit einer Verbindung zu einem Menschen zu tun. Samstag haben wir zwei der Kelche und den Sarg. Oh, ich höre, du beendest die Selbstverletzung und die Erniedrigung deiner selbst. Und das auf emotionaler Ebene, sprich jedes Mal gegen dich handeln, gegen deine Bedürfnisse oder aber in toxischen Verbindungen sein, in Abhängigkeiten zu sein, immer wieder das Switch zwischen Kopf und den Gefühlen. Du schaust dir selber ins Gesicht oder du schaust einer ganz bestimmten Situation ins Gesicht, erkennst die Wahrheit und dass man diese möglicherweise zu etwas Gutem wenden kann. Dafür muss aber etwas losgelassen werden. Was das ist, ist für jeden unterschiedlich. Am Sonntag bekommen wir die Kraft zurück. Das heißt, wir haben die Sonne und die Sterne. Das bedeutet, du bekommst einen Masterplan möglicherweise. Und wir haben jetzt zweimal den Stern. Es geht um Heilung, es geht um
Wünsche, es geht um Bewusstwerdung deiner selbst. Und ich glaube, du bekommst den Masterplan, viele von euch bekommen den Masterplan, der so viel Energie in dir freisetzt, dass du wohlmöglich gar nicht so viel Schlaf brauchst oder aber jetzt gar nicht erwarten kannst, Dinge anzugehen, Dinge ins Rollen zu bringen. Ein neues Projekt könnte damit zu tun haben, ein, wie gesagt, neuer Mensch, neue Emotionen oder aber ganz einfach deine Vorstellung von der Zukunft hat sich erneuert. Das ist etwas, was dich antreibt, das ist etwas, was dir Kraft und Halt gibt. Die Segel sind gesetzt, du steigst ein in den Flow. Warum? Weil du etwas erkannt hast, transformiert hast und jetzt geht es auf in neue Abenteuer. Das ist wirklich leidenschaftlich, muss nichts mit der Liebe zu tun haben. Bei den allerwenigsten hat das mit der Liebe an sich zu tun, also mit der romantischen, partnerschaftlichen Liebe. Es geht eher so um die Liebe zu sich selbst und die Segel setzen zu neuen Dingen, weil du weißt, da schlägt dein Herz. Vergib dir selbst für jegliche Form von Zeitverschwendung, von jeglichen schlimmen, immer wiederkehrenden Gedanken, die dich eingeschränkt haben in deinen Handlungen. Eine Botschaft bitte vom Universum. Oh mein Gott, wie das passt. Your life is a canvas. Also es geht darum, du bist hier der Künstler. Du bist hier derjenige, diejenige, die manifestiert. Es geht hier darum, dass du kreativ wirst, dass du erkennst, dass du inspiriert wirst und dass du endlich anfängst, dein Leben selbst zu malen. Alle Farben stehen dir zur Verfügung, dein Potenzial steht dir zur Verfügung. Was machst du daraus? Eine Woche der, ich würde fast sagen, Erneuerung. Und Selbstbewusstsein. Und somit wünsche ich dir einen wunderschönen Start in diese Woche, in den Juli. Vielen Dank für dich, fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Und ich sage, wenn du magst, bis ganz, ganz bald. Mach's gut.